Das Niederwertprinzip besagt, dass Werte in der Bilanz immer möglichst fair und lieber zu niedrig als zu hoch bewertet werden. Da gibt es zwei verschiedene Konstrukte. Das eine ist das milde Niederwertprinzip und das andere ist das strenge Niederwertprinzip. Und beim milden, das bezieht sich vor allem auf das Anlagevermögen. Das heißt, wenn es da zu einem voraussichtlich dauerhaften Wertverlust kommt, zum Beispiel wenn eine Maschine kaputt ist, dann muss das abgeschrieben werden. Wenn es nur vorübergehend ist, wie zum Beispiel ein Aktienkurs, dann hat man ein Wahlrecht bei diesem gemilderten Niederwertprinzip. Dann kann man das machen, muss man aber nicht. Und das strenge Niederwertprinzip, da gibt es kein Wahlrecht, das bezieht sich auf das Umlaufvermögen. Das heißt, wenn diese Aktien im Umlaufvermögen drin sind, dann muss man sie sofort abschaffen. Deswegen hat es auch eine Bedeutung, die Aktien, die eine Firma zum Beispiel hält, haben die einen strategischen Wert, dann gehören sie im Anlagevermögen oder sind sie nur dazu da, um Geld zu parken und Rendite zu erzielen, dann werden sie im Umlaufvermögen und müssten dann entsprechend abgewertet werden. Das sind also die zwei Sachen, die man wissen müsste. Die eine bezieht sich aufs Anlagevermögen, das andere auf Umlaufvermögen. Und wie gesagt, beim milden Niederwertprinzip hat man ein Wahlrecht.